Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Woche zum Thema Medizin, zu einem ähnlichen Thema wie letzte Woche. Denn heute geht es darum, dass auch Sachen, von denen man immer angenommen hatte, dass sie sehr gut sind und dass man davon so viel wie möglich haben sollte im Blut, vielleicht doch nicht so gut sind. Also wir sind eigentlich wieder beim Thema Homöostase und beim Thema die Dosis macht das Gift. Und heute geht es ums HDL. Das HDL-Cholesterin, von dem man immer dachte, also das gute Cholesterin, von dem man immer dachte, dass man davon so viel haben könnte, wie man irgendwie auftreiben kann, weil es ja so gut ist. Und mittlerweile mehrt sich die Forschung, dass dem nicht so ist, dass auch beim HDL zu viel sein kann. Und ich komme da drauf, weil mir mal wieder ein dummer männlicher Low-Carber unter eines meiner Videos schrieb. Also es sind immer Männer. Und das sind immer Low-Carb. Also das sind die dümmsten Leute, die unter meine Videos schreiben. Die stellen sich immer als männliche Low-Carb raus. Naja, dieser Mensch erzählte mir, er isst seit 20 Jahren nur Fleisch und Milchprodukte. Ballaststoffe sind ungesund. Zucker ist gesünder als ein Apfel. Und alle solchen völlig unbewiesenen, also nicht nur unbewiesen, sondern dementierten Behauptungen. Unfassbar, was da rauskam. Naja, jedenfalls erzählte der mir, er hätte das tollste Cholesterin, was man haben kann, mit einem Gesamtcholesterin von ungefähr 250, einem LDL von 100 und einem HDL von ebenfalls 100. Deswegen hätte er ein gutes zu böses Cholesterinverhältnis von 1 zu 1 und das sei das Beste, was man haben kann. Tatsächlich hieß es sehr lange in der Schulmedizin, dass man einen HDL-LDL-Quotienten von 1 zu 4 maximal haben sollte, 1 zu darüber, 5, 6, 7, 8 sei schon zu schlecht. Also man bräuchte mindestens die und die Menge HDL-Cholesterin, um das böse Cholesterin zurück zur Leber zu holen, also aus dem Blutstrom raus, zurück zur Leber, so dass das da regeneriert werden kann. Es mehren sich so langsam die Anzeichen dafür, dass das nicht so ist, sondern dass auch höheres oder zu hohes, in Anführungsstrichen, dann jetzt HDL zu gesundheitlichen Problemen führen kann, sprich auch Herzinfarkten und Schlaganfällen. Und da habe ich diesem Low Carb dann eine Studie zu rausgesucht, die ich euch jetzt hier auch präsentieren möchte. Darüber erschien im September 2018 ein Artikel im Ärzteblatt und da hat man explizit das HDL in Bezug auf Herzinfarkte und Sterblichkeit untersucht. Man hatte 5.965 Probanden. Durchschnittliches Alter 63 Jahre. Die meisten hatten schon eine koronare Herzkrankheit und man hat die 3,9 Jahre beobachtet und da festgestellt, dass Leute, die ein HDL, also ein gutes Cholesterin von über 60 Milligramm pro Deziliter hatten, ein 50% größeres Risiko hatten an KHK, also an Herz-Kreislauf-Erkrankung bzw. an koronare Herzkrankheit zu sterben oder einen Infarkt zu kriegen. Jetzt vielleicht mal als Richtwert, man soll mindestens ein HDL von 40 Milligramm pro Deziliter haben und hier offensichtlich von höchstens 60 Milligramm pro Deziliter. Und dieser Low Carber schrieb mir halt drunter, er hatte ein HDL von 100 Milligramm zu 100 Milligramm pro Deziliter und war darauf besonders stolz. Sein LDL war hingegen gut, also mit 100 Milligramm pro Deziliter für ein LDL, das ist super, das ist da, wo auch Diabetiker drunter sein sollen. Wenn man schon einen Infarkt hatte, soll man unter 70 Milligramm pro Deziliter sein. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann auch mal wieder meine Blutwerte angeguckt, die ich mal hatte. 2010 war das, als ich 3 Monate Low Carb gelebt habe. Und zwar nach Dr. Gabriel Cousins. Der ist Schulmediziner und Rohkostanhänger. Und soweit ich weiß, quasi der einzige Schulmediziner, der Rohkost anhängt. Der empfiehlt eine vegane, 80% Rohkost enthaltene Low-Carb-Ernährung. Das habe ich 3 Monate gemacht, weil ich Ende 2010 diverse Zipperlein hatte aufgrund meiner langjährigen Rohkosternährung. Und dann war ich beim Arzt. Und der Arzt hat dann halt meinen Cholesterin gemessen, logischerweise. Und das war bei 256. Die Geschichte habe ich euch schon öfter erzählt. Also zu hoch. Der Arzt hat mich da gefragt, ob ich viel Fleisch esse. Ich habe gesagt, nein, ich bin Veganer. Und aufgrund dessen, dass das Gesamtcholesterin halt über dem Richtwert war, welcher damals noch 200 Milligramm pro Deziliter war, heute ist es reduziert auf 190 Milligramm pro Deziliter, aufgrund dessen hat das Labor dann auch mein LDL und mein HDL bestimmt. Und mein LDL war bei 160 Milligramm pro Deziliter auch viel zu hoch.
McDougall hat kürzlich ein Video mit oder ein Interview mit Dr. Kim Williams vom American College of Cardiology geführt. Der erzählte da auch, er hat sich nach den Richtlinien der American Heart Association ernährt und dabei ein LDL von 170 gehabt. Das hat ihn dazu bewegt, zu recherchieren und dann zu Veganer zu werden schlussendlich. Und ich hatte hier, wie gesagt, vegan ein LDL von 160 Milligramm pro Deziliter, weil das High-Fat war. Ich habe da fast nur Kokosöl, Mandelpüree und Kokosnüsse gegessen. Und Mandelpüree mit Stevia angereichert, weil ich Bock auf was Süßes hatte. Das habe ich, wie gesagt, 3 Monate gemacht. Danach war das vorbei. Und jetzt komme ich zum HDL, was man natürlich auch gemessen hat bei mir. Das war da 74 Milligramm pro Deziliter. Also zu hoch. Also hatte ich damals definitiv ein 50% größeres Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit zu sterben oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Und das ist der Grund, warum ich keine Low-Carb-Ernährung empfehle und auch kein vernünftiger Mediziner das empfehlen würde, wenn da solche Werte bei rauskommen. Aus einer gesunden Ernährung sollte ein LDL von um die 100 rauskommen und ein HDL von zwischen 40 und 60. Und dann sind wir bei ungefähr 150 Milligramm pro Deziliter Gesamtcholesterin. Ja! Dem ist nichts hinzuzufügen. Also man sollte einfach fettarm essen. Und man sollte vegan essen. Und es gibt absolut keine wissenschaftlichen Daten, die darauf hindeuten, dass die Ernährung, die ich empfehle, eine fettarme, vollwertige pflanzliche Ernährung in irgendeiner Art und Weise gesundheitsschädlich ist. Es gibt Laien auf Blogs, die das schreiben. Das ist auch das, was mir dumme Low-Carber dann immer verlinken. Wissenschaftliche Daten gibt es dazu nicht. Okay, und dann soll es das schon gewesen sein. Ich verlinke euch das Ärzteblatt unten drunter und die Studie selbstredend auch. Miau, willst du noch was sagen? Aha, das also auch noch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Und wenn ihr meine literarischen Ergüsse und Rezepte auch bekommen wollt, dann abonniert meinen Newsletter. Link ist unten drunter. Das war's, ich sag ciao. Bis morgen, eure Silke.